Jetzt klatscht er hier. Ja, muss sein. Ich klatsch auch mal. Okay. Ich weiß ja, dass du einer der Klatscher hast, deswegen. Nein, Instagram, das zieht bei Weibern, Alter. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem Panini Squad Builder Battle gegen Fabi's Skill TV. Servus Jungs und Mädels, was geht ab und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Panini Hype ist da. Jawohl. Wie wahrscheinlich alle FIFA-YouTuber, die YouTuber, geht's ab mit Panini. Und ihr seht schon, meine ultra professionelle Ausrüstung. Ja. Sieht richtig geil aus, jetzt sehe ich sie schon in der Cam. Das wird mega lustig, Mann. Ich habe sowas von Bock drauf. Ich hab erklär auch mal mega was, Bock. Das ist ja, so ja, wir haben 11 Sticker-Tütchen am Start. Der Panini-Sticker-Serie sollte ja bekannt sein. Und ich werde heute gegen den Fabi, übrigens, Rückspiel gibt's auch bei Fabi auf seinem Kanal. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wir werden heute 11 Tüten öffnen, daraus ein Team zusammenbasteln und das ganze Team werden wir dann auf Footapped quasi zusammenbasteln und wer am Ende das stärkere Team hat, also Rating plus Chemistry, hat das ganze Squad Builder Battle hier gewonnen. Ist das geil oder ist das geil? Zusätzlich müssen wir noch dazu sagen, einfach, ja, weil ich ja hauptsächlich FIFA mache, dass wir das auch ein bisschen mit FIFA verknüpfen. Richtig. Und ihr wisst ja natürlich alle, dass es die Wappen gibt, die Stadien und die Mannschaften. Dann haben wir es so gemacht, ja, dass wir einfach, wenn wir ein Wappen ziehen, das ist ja glitzern, das heißt plus 3 Upgrade-Punkte, also Punkte am Schluss dazu gerechnet und ein Team, beziehungsweise irgend so ein anderes Zeichen, zählt dann plus 1 Punkt. Und ja, dann rechnen wir es am Schluss zusammen. Am Anfang ist es immer viel zu viel Gelaber. Guckt es euch einfach an, ihr werdet es sowieso verstehen. Also einfach stark, Fabi, einfach stark. 11 Tüten haben wir am Start. Und Dennis, was haben wir noch vergessen? Der Verlierer? Der Verlierer, erstens muss der natürlich ein paar Sticker-Tüten verlosen, weil wir lassen uns ja hier nicht lumpen. Und ich würde sagen, wir schaffen auch auf die erste Folge die 500 Likes hier, oder? Hashtag PaxArmy, Hashtag SkillArmy hier. Ganz klare Sache. Jo. Würde ich sagen, Digga, machen wir starten mit dem ersten, ne? Machen wir mal gleich das erste Set auf. Die Formation dürfen wir uns am Ende selbst aussuchen, also mal gucken. Ich mach das jetzt mal, ja, genau. So, ich reiß mal auf hier. Man darf natürlich oder man kann natürlich die stärksten Spieler nehmen, aber man muss ja ein bisschen so auf die Chemistry achten. Genau. So ein bisschen. So, Kudrasho. Okay. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt... Dejaga. Scharf, Bruder. Muss man hier kurz. Gunnarsson, Abdenur. Oh, der ist schon mal in Ordnung. Und ich sehe es hier schon glitzern. Sehr schön. Nein. Also, wer viele glitzernde Karten sieht, ne, dann hat man schon einen gigantischen Vorteil eigentlich. Das ist echt so, ja. Kuzayev. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge unten in die Kommentare schreiben, wie wir es noch besser machen könnten. Ganz wichtig, schreibt unbedingt. Ja, also, das erste Pack war jetzt nicht so. Doch, meins ging voll fit. Machen wir das nächste gleich auf. Ja. So. Wie gesagt, Freunde, für mich ist das jetzt das erste Mal, dass ich so das ein bisschen vor der Cam sozusagen mache. Also die Oh, der Herr, altes Haus. Ich habe hier einen deutschen Spieler, Julian Draxler, Isco Disco. Alter, Alter, er packt hier gleich hier richtig aus. Hier, das sieht gut aus. Kann man schön linken. Nagues, kennt man nicht. CDB, guter Rechtsverteidiger. Ja, war in Ordnung. Und, oh mein Gott, Alter. Ungefähr, also ich sag... Ich glaube, der hat sogar das Potenzial, dass er den Weltfußballertitel mal holt. Dreimal darfst du das, wenn ich gezogen habe, Mann. Du hast, sagst Potenzial. Momentan einer meiner Lieblingsspieler. Ja, okay, das ist Salah. Ja, Mann, Mohamed Salah. Junge, der Typ rasiert sowas von. Das ist zu krass, so, Mann. So, drittes Tütchen. Nächstes Set. Und es glitzert. Jawohl. Nein. So, Gafuri, Thiago Silva. Und Legend-Sticker sogar hier als Glitzer. Muss Lehrer, schon mal wichtig, ein Keeper. Ich weiß gar nicht, ob ich schon einen Keeper zu hatte, aber... Und Timo Werner, bam! Ich sag und ein Keeper und ich zieh wahrscheinlich einen der besten Keeper. Thibaut Courtois. Nee, so. De Gea ist besser. Geht eigentlich ganz fit. So, wie hatten wir jetzt hier? 4. Nächstes Set. Ja, und es glitzert wieder. Und ich hab das so ein. Das gibt's doch nicht, Mann. Was ist das? Hier so ein Design-Sticker, so ein. Keine Ahnung. Das heißt, ein Punkt extra. Nochmal 3 Punkte extra für das Panama-Logo-Mannschaftsfoto auch noch. Ich hab auch ein Mannschaftsfoto. Und 2 Südkoreaner. Die Upgrades, also die Upgrades, die werden am Schluss mitbestimmend sein, ne? Ja, ich glaube auch. Julian Brandt habe ich auch noch mit am Schluss. Man braucht einfach Packluck. So. Nazi. Zack, wenn zack. Du Pelé ziehst, kannst du am Schluss in den Titel schreiben: Oh mein Gott, Pelé. Pelé im Pack in FIFA. Absolut kein Clickbait.
So, und das glitzert wieder, ich fass es nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Was ist los bei dir, Mann? War gut, den habe ich gerade. Und ein Mannschaftsfoto. Aber es ist auch zu heftig, wie viel Doppelte man zieht, ne? Kawashima. Ja, ist ja immer so eigentlich, ne? Und man soll ja auch mit seinen Freunden tauschen, wenn man doppelt hat. Das ist doch das, was es auch ausmacht, ne? So. Nächster Set. Also ich glaube, ich kann mich hier nicht beschweren. Also es geht, die Koffer, bisher, einen guten. Es geht eigentlich bisher ganz fit so mit der Kameraeinstellung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen verrutscht bin. Jetzt ziehe ich ein zweites Mal Timo Werner. So. Zack, kann ich nicht gebrauchen. Und wieder ein Mannschaftsfoto. Kylian Mbappé. Also ich glaube, ich sag jetzt schon mal, dass wir es am Ende vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen anders machen müssen. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht, das weiß ich. Dries Mertens. Oh. Für mein Set, also für mein Sticker-Album. Freunde, schreibt doch gerne mal in den Titel, schreibt mal in die Kommentare, wie viele Sticker euch ungefähr noch brauchen. Ich habe gestern mal durchgezählt, ich glaube, mir fehlen noch so 180 oder so. Also ich bin echt schon gut dabei. Natürlich auch schon dicker. Überragend. Also. Und ich ziehe das zweite Mal Thiago Silva. Was ist denn hier los? Bude Bu. Moses. Bruno Sektor. Was ich ziemlich geil finde, dass der den Vertrag bei Köln verlängert hat. Ja. Richtiger Ehrenmann, Alter. Das ist echt nicht schlecht. Aber man muss ja auch find sagen, Panini cool, wird bald das Update-Set raushauen und dann wird Hector nicht mehr am Album sein, sondern Plattenart. Australien. Ne, hauen die da wirklich so ab? Ja, ja, so ein Update-Set gibt es nochmal mit den aktuellen Kadern. Okay, dann heißt, steht hinten drauf, wo man das drüber kleben muss, oder was? Richtig. Ja. Cool, okay, nice. Ab wann kommen die dann? Gute Frage, nächste Frage. Aber die irgendwann McDonald's wird's Sticker fehlen mir noch alle, Alter. Hol dir doch einfach mal ein Happy Meal. Ja, klar, Alter. Safe. Du kannst ein Video machen. Ich hol mir Panini Sticker bei McDonald's. Ich hol doch immer Salvio. Happy Meal, weißt du. Kramaric, so, Cedric. Tobi Alderweireld, Alter. Ich glaube, ich habe jetzt sogar fast ganz Belgien voll. Ja, also wer es schafft, eine komplette Nationalmannschaft zu bauen, dann hat eigentlich jetzt schon gewonnen. Nee, ich meine jetzt in meinem Sticker-Album. Ach so. In meinem Sticker-Album. Und das Glitz. Legend-Sticker Deutschland 2014. Nein! Was die hast du gezogen? Meister. Unsere Deutschen 2014. Bam! Krass. Nice. Finn Bogason. Sehr, sehr geil. Gehen wir mal hier um. Und ein Stadion-Sticker. Also, ich habe so viele extra Punkte, ne? Ich habe halt fast gar keine bisher. Ich habe genau einen einzigen Glitzer. Also, ich glaube, das ist entscheidend am Ende. Ja, kommt drauf an auch. Oh, jetzt bin ich mit der Kämpfer. Sorry, Jungs. Ich glaube, das kommt noch viel drauf an, was du für eine Chemie hast. Na, wie warst du noch? Wie viele Packs? Ich habe noch. Also, das ist mein vorletztes jetzt, was ich öffne. Ja, ich auch. Perfekt, stark. Perfekt, super. So. Muslera, den hatte ich gerade vorhin auch schon. Polen. Den haben wir hier. Das ist ein guter Upgrade-Punkt. Milligan. Zack. Ericsson, den habe ich auch schon 10-mal gezogen, glaube ich. So, letztes Set, oder? Ja. Letztes Set. So, mal schauen. Ich habe auch schon Pelé und Klose. Klose habe ich noch nicht, muss ich sagen. Ich habe nur Pelé gezogen. Ich habe schon beide. Mokino. Ey, schon wieder nichts, was ich innerhalb von 10 kann. Von 10 Sets hatte ich die. Oh. Also, ich habe hier schon ein bisschen hingelegt. Mittelfeldangriff, Deuter. Sanchez. Aber ich schaue am Ende nochmal. Also, ich kann jetzt schon mal die Extrapunkte durchzählen, wie viele Extrapunkte es bei mir gibt. Ich glaube, ich habe genau einen einzelnen Glitzer dann gezogen. Ne? Also Mannschaftsfoto. Mannschaftsfoto. Gibt's eins. Ne? Eins, zwei. Ein extra Punkt, genau. Drei, vier, fünf, sechs. Zack. Plus nochmal sechs. Und du hast plus nochmal sechs. Also, Alter. Willst du mich verarschen? Ich habe 18 Junge? Extra Punkte. Was? Okay, du hast zu 100% schon gewonnen. Nein, kann man noch nicht so sagen. Also wir werden gleich auf Footed jetzt. Es wird jetzt gleich einen kurzen Cut geben, dann werdet ihr die Teams sehen. Ich habe gerade mal drei Mannschaften und ein Wappen. Ja, aber wenn du hier ein ultimatives Team zusammenhaust, ne, weil du bist ja quasi hier der FIFA-Pro, ne, deswegen. Na ja, gut, also, dann würde ich mal sagen, baue ich jetzt mal hier die Cam ab und sehen wir uns gleich wieder in Footed, beziehungsweise ihr seht einfach nur die Teams, die Screenshots von den Teams. Und mal gucken, wer am Ende gewonnen hat. Bis gleich. Fabi. Jo. Soll ich was machen? Und die letzte Zahl heißt 3, Fabi, ne? So Leute, wir sind jetzt hier bei Footed, wir haben unsere Teams zusammengebastelt. Ich starte einfach mal mit meinem Team hier. Ich habe Werner vorne drin. Ich spiele in der, was ist das für eine Formation? 4-4-1-1. Mhm.
Genau, dann habe ich hier zwei Russen eingebaut. Delaney, Kramaric, Kovacic, Chamberlain. Aber ihr seht, das ist ja eh das Team. Ich bin auf eine Bewertung von 84 gekommen. Und Chemistry... Leute, wir müssen jetzt mal so sagen, ich habe noch gar keine Ahnung. Lass mich jetzt erst machen. Ja, warte, ich habe noch gar keine Ahnung, was Fabi für ein Team zusammengebastelt hat. Also, ja, das zum aktuellen Zeitpunkt. Wir haben uns die Teams nicht gesagt. Nein, deswegen. Sag mal deine Bewertung. Okay. Also ich habe 85er Rating. Ja, okay. Jetzt kann ich mir schon leicht zusammenreihen, dass du auch dann mehr Chemistry hast, glaube ich, als ich. Fast nicht. Wie viel hast du? Sagen wir es auf 3, okay? Okay, auf 3. Eins, zwei, drei. 61. Ja! Ich hab gewonnen, Alter! Let's 61. go, Mann! Nein! Yes, Mann! Ich hab's irgendwie gewusst. Ich würde sagen, dann darf der Dennis verlosen. Ich darf verlosen, Leute. Also, ihr könnt jetzt hier Stickertüten gewinnen, 5 Stück oder keine Ahnung, wie viel es am Ende dann gibt. Auf jeden Fall einfach kommentieren. Hier auf dem Video oder auf Instagram könnt ihr beides machen, ne? Bei mir gibt's auf Instagram eine Verlosung. Ganz klare Sache. Also schreibt einfach Hashtag Panini unten in die Kommentare, dann läuft das schon, ne? Dann läuft der Hase, würde ApoRed sagen. Jetzt habe ich ApoRed nochmal erwähnt und kann ApoRed in den Titel schreiben. Beide Kanäle abonniert haben. Das muss dann richtig. Däumchen nach oben, Hashtag Panini, beide Abonnenten abonniert haben und. Und jetzt gibt's das Rückspiel bei dir. Ich bin heiß drauf, die nächsten Stickertüten auszupacken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Denkt an die 500 Likes. Haut rein. Haut rein, Jungs. Ciao. Tschüssi. Nein, Instagram, das zieht bei Weibern, Alter.